Until Dawn. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchen schon... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren... Drittens, heimgesucht, 8 Stunden bis zum Morgen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Ashley, flapsig? Oder ernsthaft? Sie kommt mir eher ein bisschen flapsig vor. Generell frage ich mich, wir sind in einer gruseligen Atmosphäre, wo im letzten Jahr 2 Mädchen gestorben sind. Wir haben weder richtig Strom, noch läuft die Heizung richtig. Alles wirkt düster. Und da kommen die ernsthaft auf die Idee, ein Geisterbrett rauszuholen, ja? Okay. Okay, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geister, Anruf. Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Leute, Stoppschild. Wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay. Ist jemand da? Egal wo da ist. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ich frag wie. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Warnung. Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Okay. Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh. Es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Hannah oder Bess? Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine... Dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Wir fragen. Wir entschuldigen uns nicht.
Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh-oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Wir tasten uns vor. Ich würde sagen, wir fragen danach, wer der Mörder ist. Wenn sie jemand anderen nennt, außerhalb unserer Gruppe, fühlen wir uns nicht mehr schuldig. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. Oh. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht... Ich kann das schon nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Das ging jetzt aber ganz schön schnell, ne? Dass das so ein Geister-Szenario bekam. Mike, auf dem Weg zur Hütte. Und wir vermissen Jess. Ich glaube allerdings, dass die nur runtergerutscht ist oder sowas. Was meint ihr? Wirklich eine Katastrophe jetzt? Bisher spielte Zeit noch nie eine Rolle, also außer bei diesen Quicktime-Events. Deshalb werden wir jetzt hier alles ordentlich ablaufen. Der Hinweis, mehr als deutlich. Süße, bist du da drin? Jess? Schatz? Wow! Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Und vor allen Dingen, wieso zeigt sie sich jetzt nicht und lacht? Jessica! Ach, komm schon. Wie ist das Ding an die Scheibe geknallt, wenn da keiner drin ist? Ernsthaft? Das ist nicht witzig. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst. Dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Was soll man? Soll man mürrisch oder witzig sein? Also eigentlich würde ich sagen, witzig gut gewonnen wäre eigentlich auch okay gewesen.
Ich bin ein bisschen beleidigt. Okay, schön. Du gewinnst. Oh, das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn's dir Spaß macht. Hinweis. Oh nein, fuck, fuck, fuck. Was meint ihr? Führungstotem, was bedeutet das? Was macht ein Führungstotem? Okay, es sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Wenig Infos. Okay, wir gehen weiter. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Wow! Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Okay, ich glaube, hier draußen gibt nichts zu sehen, oder? Bis auf den nächsten Schreckmoment vielleicht. Hat da jemand geschrien? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Eichhörnchen schreien nicht, du Pflaume. Abartig. Was? Weißt du das? Nein. Hallo? Jemand da? Wohin? Ach, da oben. Ja, soll ich dich ein bisschen beschützend in den Arm nehmen? Nicht? Okay, ich dachte. Keine Hinweise irgendwo mehr. Ja, zumindest sind wir fast an der Hütte. Genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Die ist toll. Ja. Yeah. Das ist doch nicht die scheiß Hütte. Ehrlich? Nein. Okay. Nur so eine Art Gewächshaus, wollte ich gerade sagen. Aber mit den Haken sieht es mehr aus wie die, wo man vielleicht Rehe ausweidet. Ich weiß nicht, wie man so ein Ding nennt. Oh fuck, so eine Maske. Voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. War noch was anderes in der Hütte? Ich glaube nicht, oder? Status-Update. War sie sauer auf uns? Nein, oder? Wir haben sie nicht erschreckt. Wir wollen sie ja nicht ungehalten machen.
War nur ein Hirsch. Alles gut. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Das ist ja wie ein Bär. Da, scheiße. Irgendwas hat den Hirsch getötet. Oh fuck. Verdammt! Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hey Mann. Oh mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Oh. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke-Killer! Ihr hört mich! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Da! Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Keine Ahnung! Hilf hier, hilf hier, hilf hier! Ach, oben! Mike, was treibst du da? Ich weiß nicht! Ich weiß es nicht! Ich wollte helfen. Ich war erstarrt. Keine Ahnung. Ach, Mike, du bist ein großer Junge. Du musst schneller reagieren. Ja, schon klar, Jess. Ich weiß. Frische Hose gefällig? Was? Na, deine dürften ja voll sein. Jess. Nein, nein, im Ernst. Bau ja nicht nochmal so einen Scheißkumpel. Da stehe ich nicht drauf. Oh. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. YouTube. Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael? Ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. Ich bin immer noch ein bisschen angepisst, weil es so eine Oben-Unten-Entscheidung war. Bisher war es ja so, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir entweder den Stick nach links oder nach rechts drücken mussten, um eine Entscheidung zu treffen. Und diesmal war das ja oben und unten. Und ich war jetzt so perplex in dieser Situation, dass ich wirklich habe gedacht, wir helfen dir, wir helfen dir. Und habe nach links gedrückt, weil ich habe gedacht, was soll das, wieso ist oben und unten? Und dann, naja, besser als was Falsches gedrückt zu haben, habe ich gedacht. So, Feuer anmachen. Wie, ganz relaxed, ne? Gerade so der Hirsch. Müssen die nicht noch ein bisschen Panik haben? Ich glaube schon, naja. Ah, da hätten wir ja Stimmungsvoll. Super. Du Held. Okay, Brennstoff ist da.
spielt nur ein Streichholz. Okay, das finden wir schon. Ist das ein Knarre oder was? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Ist ein Jagdgewehr. Wir sind ein netter Typ. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Okay, wir suchen ein Streichholz. Und bleiben der Tür ein bisschen weg, weil die Türe mag ich irgendwie nicht, weil Bären können bestimmt auch Türen aufmachen. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich gar kein Bär war. Oder? Du sollst nur ein Feuer machen, kein Rum... Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Deine Eltern? Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Können wir vielleicht erstmal die Streichhölzer nehmen? Das ist bestimmt draußen. Ja, ich finde... Wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Okay. Der Bär fehlt, die Streichhölzer liegen aber da auf dem Tisch. Und ich würde sagen, wie ich very, very romantisch ein Kaminfeuer entzünde, um unsere Romanze doch noch mit stimmungsvoller Glut zu füllen, werdet ihr dann in der nächsten Folge von Until Dawn sehen. Ich sag danke fürs Zuschauen. So bis zum nächsten Mal. Im Moment, dass meine Zunge sofort ja, und haut rein.